Zuschauerinnen und Zuschauer. Viele haben darauf gewartet, jetzt ist sie da. Die Adventszeit mit stimmungsvollem Licht und hellem Glanz an langen Winterabend. Direkt am Haus angebracht oder an den Bäumen und Sträuchen im Garten setzen Lichterketten aus dem Bau und Hobby schon von weitem ein vorweihnachtliches Zeichen. Fertig dekorierte Weihnachtsbäume und Container kann man dort aufstellen, wo sie gut zur Geltung kommen. Und nach den Festtagen finden sie bestimmt einen Platz im Garten oder auf dem Balkon. Auch an der Haustür gibt es eine festliche Stimmung mit grünen Tannenhandbünden aus Nobilis und Nordmann, verschönert mit Weihnachtsschmuck aus dem Bau- und Hobbymarkt. An der Studiotür wartet jetzt ein Gast, der die Adventszeit ebenfalls verschönert, mit Musik. Herzlich willkommen im Studio, Bo Katzmann! Hallo Bo! Salut zusammen! Seit Jahren machst du mit dem Chor eine Weihnachtstournee durch die halbe Schweiz. Die Konzerte sind ja immer einmal schnell ausverkauft. Wie sieht es dieses Jahr aus und wo kann man euch noch sehen? Ja, wir sind bereits seit 14 Tagen wieder unterwegs. Wir gehen 24 Konzerte in 14 Städten. Und weil die meistens so schnell ausverkauft sind, haben wir jetzt Zusatzkonzerte eröffnet und es gibt also wieder Billett. Oh, schön. Und jetzt gibt es ja eine neue CD von dir. Ja, weil die heisst Spirit of Joy, Geist der Freude. Und das ist ein Album ohne Weihnachtslieder diesmal. Jetzt gibt es aber kein Weihnachtskonzert, sondern ein Rezept mit dem Armin. Und du stehst nicht auf der Bühne, sondern live in der Küche. So, Armin. Hoi. Sally. Auch das Rezept ist leicht vorweihnachtlich eingestimmt. Ein Entenbrüschli in Wirz mit Äpfel-Parfümfüllung. Grüezi miteinander. Mariniert die Entenbrüschli gut abtropfen und kurz anbraten. Auf der Hautseite zuerst. Nach dem Abkielen auf blasierte Wirzblätter auslegen mit der Hautseite nach unten. Jetzt ein Viertel von der Äpfelfüllung, die der Bo und ich schon vorbereitet haben, aufs Brüschli verteilen und mit dem Wirz satt einpacken. Nebeneinander in eine Gratinform legen, Wein und Bouillon dazugießen und mit einer Alufolie abdeckt 50 Minuten im Ofen garen. Dann die Entenbrüschli rausnehmen und warm stellen. Flüssigkeit mit Soßenhalbrahm aufkochen, abschmecken und zusammen mit dem Wirzpäckchen servieren. Als Rezept für die Entenbrüschli in Wirz steht wie immer in der Kopfzeitung. Und am besten passt dazu ein feiner Herdöpfelstock. Danke, Bo. Danke, Armin. Hat Spass gemacht. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat gelautet, unter welchem Namen ist der Weihnachtsstern, den es mit der Supercar zum halben Preis gibt, auch noch bekannt? Als Glimmatis, Erika oder Poinsettia? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich Poinsettia, und damit 10'000 Superpunkte gewonnen, hat Frau Dora Schaub. Gratuliere. Herzliche Gratulation. Ja, mit dem Gutschein können Sie sich eine schöne Prämie aus dem Superkatalog bestellen. Merci vielmals. Ich möchte mich bei allen fürs Mitmachen bedanken, ganz besonders bei dir, Bo. Mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Ganz herzlichen Dank. Danke dir. Zu den schönsten Seiten der vorweihnachtlichen Woche gehört seit je das Schmücken der Wohnung. Allem voran natürlich mit dem Adventskranz. Neben fertigen Adventskränzen in verschiedenen Ausführungen von modern bis klassisch bekommen Sie bei Coop auch das Zubehör zum selber machen. Auch für hübsche Tischdekorationen und selber bastelte Geschenke wird es jetzt langsam Zeit. Kreative Gestalter können darum in unseren Bau- und Hobbymärkten Bastelsets für persönliche Kerzen, hübsche Gutzli-Dosen oder farbige Glasdekorationen und eine Vielfalt von weiteren Geschenkideen entdecken. Und zum Schluss noch der Woche hat aus dem Coop-Restaurant. Ein Hamburger mit Getreiderisotto und Zucchetti für 10,50 Franken. Das war es für heute. In einer Woche fangen wir an mit einer Reihe von Vorschlägen für das Festtagsmenü, die Sie sicher nicht verpassen wollen. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!